So, Hallöchen Leute, herzlich willkommen. Das erste Mal aus meiner, man sieht es schon, neuen Wohnung, die jetzt niemanden außer mir alleine gehört. Na gut, vielleicht auf die Vermieter, ne, aber ich scheiß auf den auch. Ne, Spaß beiseite. Ja, in diesem Video geht es darum, dass ich, wie gesagt, jetzt in dieser Wohnung hier bin und warum das Ganze. Erstmal kann ich euch ja sagen, es sind jetzt. Bin jetzt, glaube ich, die zweite Nacht war ich jetzt schon hier. Also ich bin, was haben wir jetzt? Freitag auf Samstag bin ich umgezogen. Ey, ich versuche immer in die Kamera zu gucken. Verzeiht mir. Ich werde es nie lernen, weil es macht mich nervös, wenn ich da reingucke. Auf jeden Fall. Freitag bin ich umgezogen und es gab eigentlich mehr oder weniger drei Gründe so, warum ich umgezogen bin. Grund 1 war ganz einfach der, dass ich besseres Internet haben wollte. Vor allen Dingen auch, weil ich Fulltime-Streamer bzw. YouTuber bin. Und ich habe zum Teil, also dass ich auf Twitch nur in absoluter Low-Quali streamen konnte, das weiß ja wahrscheinlich jeder von euch. Obwohl ich trotzdem sehr, sehr krassen Support immer hatte, sehr viele Viewer meiner Meinung nach. Vielen, vielen Dank dafür an die ganzen Leute, denen es trotzdem Spaß macht, immer im Stream zu sein oder gew im Stream gewesen sind. Eine coole Zeit gewesen und es wird noch cooler jetzt. Schokuzel wird es, meine Freunde. Und ja, ich habe zum Teil, das ist kein Witz, ich habe, wenn ich so ein Full Matchmaking hochgeladen habe, ne, ich habe da 8 bis 9 Stunden hochgekurbelt, nochmal 3 Stunden vorher gerendert, dann saß ich an einem so Matchmaking. 12 Stunden waren dann vom Tag weg. Und ja, ich habe sowieso, ich glaube, ich habe ein Matchmaking, wo ich Werbung draufgeschaltet habe, insgesamt, also, naja, habe ich halt einfach so gemacht. Grund 2, meine Freunde, wäre ganz einfach der, dass ich selbstständiger werden möchte. Ich bin jetzt mittlerweile, oh, wie alt bin ich denn, Jungs? 25? 25, man sieht es hier schon, ja, ich weiß. Was? So jung noch? Ich dachte, du wärst 30. Ne, 25 bin ich und da ist die Zeit gekommen, wo man jetzt auch mal seinen eigenen Weg gehen muss, denke ich. Und ja, vieles, vieles werde ich lernen müssen, wie zum Beispiel kochen, putzen, Wäsche machen, das sind alles so selber einkaufen. Seinen ganzen Postkram, ja gut, den mache ich jetzt schon alleine seit über 2 Jahren, aber trotzdem. Man muss halt alles selber machen und bekommt nichts mehr gemacht. Das wird noch ein Heidenspaß, wenn hier sich irgendwann der Müll stapelt rechts und links neben mir, Alter, dann, tja, ist es halt so, ne? Nummer 3 war ganz einfach der, hat so ein bisschen mit. Hat er mit Punkt 1 zu tun? Na, es ist. Na, vielleicht. Und zwar, dass ich raus wollte vom Land. Ich, die Leute, die vom Land. Also, es gibt viele Leute, die vielleicht gerne auf dem Land wohnen. Ich habe es jetzt 25 Jahre gehabt. Und ja, es ist natürlich einerseits schön, wenn man Ruhe hat, aber andererseits. Boah, es fuckt so ab irgendwann so. Ich zum Beispiel habe auch keinen Führerschein. Die Gründe dafür sind egal. Es fuckt so ab, wenn ihr einfach nur, ihr wollt eine Cola, Alter, ihr wollt eine Cola. Ihr müsst 1 Stunde auf den Bus warten, bis ihr in die Stadt fahren könnt und euch eine Cola kaufen könnt. Oder ihr wollt nach Hause, weil ihr in der Stadt wart. Es fährt einmal die Stunde ein Bus oder ihr könnt einfach nichts machen so. In meinem Dorf, es gab einen Bäcker und einen Friseur und dann musste ich erstmal 20 Minuten Bus fahren, bis ich irgendwo war, wo mehr war als ein Bäcker und ein Friseur. So einfach kann man das sagen. Ich glaube, das sagt schon alles. Puh, ich glaube, dann wären wir fürs Erste erstmal durch. Das soll ja auch nur so ein kleines Update-Video sein für euch. Vor allen Dingen auch, warum jetzt, glaube ich, ich habe, glaube ich, nachgeguckt. Im letzten Monat kamen, glaube ich, insgesamt 4 oder 3 Streams. Also das ist natürlich sehr, sehr wack, Alter, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, so eine Wohnung, ich habe 3 Zimmer in der Wohnung und sowas, also allgemein eine Wohnung einzurichten, Jungs, ist katastrophaler Stress. Man muss, also ich glaube, ich war wirklich den letzten Monat, ist kein Witz, ich war jeden Abend mit meiner Mutter nach ihrer Arbeit unterwegs und habe Besorgungen gemacht, weil meine Mutter arbeitet auch bis 18 Uhr
Und dann sind wir, und die meisten Geschäfte machen ja so 19 bis 20 Uhr zu, sind wir immer 18 Uhr los und haben irgendwelche Sachen gekauft. Zum Beispiel eine Küche, Sofa, Bett, Schrank, Blumen, Teppiche, Lampen und dann muss das noch alles anbohren und so ein Scheiß. Also vertraut mir, das war schon ordentlicher Stress, aber ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe und hier bin. Wir haben auch eine neue Blume, sagt Hallöchen. Ne, wir haben sogar zwei neue Blumenmates. Hier ist Nummer zwei. Und das Lama ist auch am Stissel. Das Lama habe ich übrigens mal auf der Gamescom geschenkt bekommen. Ja, habe ich mir gedacht, das verziert den Raum. Also, wenn ihr mich mal irgendwann auf der Gamescom seht, ist es noch ein bisschen Platz im Schrank. Kann ich Sachen reinstellen. Das soll es gewesen sein von dem Video, Jungs. Das soll es noch nicht gewesen sein von dem Video. Ach, Mann, ey. Die Synapsen sind. Wie gesagt, 25, die Synapsen innen drin sind schon mal ein bisschen verkümmert. Haltet euch nächsten Sonntag frei, Jungs. Ich schwör's euch, haltet es euch frei. Denn da ist zu 99,9% mein Eröffnungs-Special-Stream mit High Quality. Und mehr sage ich dazu nicht. Da kommt die Woche noch ein extra Video dazu, was da alles am Start sein wird. Dragon Lore, was? Ich bin raus.